Moin, meine lieben Zuschauer und Zuschauer. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir haben noch 8 Ligaspiele, jetzt ein Heimspiel gegen Plymouth Argyle, die natürlich großer Außenseiter sind. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurückrotieren, weil wir gerade ein Testspiel gehabt haben gegen Sarpsborg, hieß der Verein. Nicht der Film, der Verein. Aus Schweden, wenn ich mich nicht täusche. Nee, Chaplin ist Stürmer, nicht den Verteidiger. Deswegen müssen wir zurückrotieren. Afi Adebayo ist unter anderem auch wieder da, hat dann eine Halbzeit gespielt. War natürlich ein bisschen viel, ne? Aber immerhin konnte dann wieder reinkommen. Wie das Stanmark ist jetzt gelb gesperrt, aber dafür ist Jack Taylor wieder da. Und jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, schon die stärkste Elf, die es gibt. Wo ist denn Brotkopf? Ach, der ist bestimmt jetzt gerade auf einer Spielreise, deswegen wird er mir wieder nicht angezeigt und ich bin wieder verwirrt. Aber gut, das habe ich ja mittlerweile gelernt, ne? So, was ich heute auch machen wollte, ist beim Gelände wieder vielleicht eine Etage auszubauen. In 21 Tagen ist das hier fertig. Unser Restaurant ist in 11 Tagen fertig. Sehr schön. Etage Jugendinternat. Da will ich vielleicht noch eine Etage bauen. Das kostet ja kaum was. Machen wir mal noch 4 weitere Etagen. Dann hätten wir schon mal, würde ich sagen, sehr, sehr viele. Gut, dann wollen wir mal weitermachen. Zack. Das Training wird wahrscheinlich schon ganz gut gewirkt haben. Perfekt, alles ist jetzt auf einem super Niveau. Dann würde ich vielleicht jetzt sogar mal... Ne, wobei... ich werde immer noch gegen Pressing trainieren hier. 2 Tage lang. Und dann machen wir mal Freischüsse, um vielleicht ein bisschen mehr... Oder machen wir mal die Abseitsfalle, damit wir ein bisschen mehr Überschuss haben, ne? Ich könnte jetzt noch Konter trainieren, Schwalben auf jeden Fall nicht. Das wisst ihr, das hasse ich. Aber nee, komm. Afi Adebayo muss aufgebaut werden und Tramoni vielleicht ein bisschen hier regenerieren. Und das war's. Der Rest der Truppe kann dann schön arbeiten. Und schön zu sehen, dass wir wirklich in 11 Tagen jetzt auch ein Restaurant haben. Das heißt, nach der nächsten Woche jetzt werden wir dann schön endlich mal einen Koch anstellen können, ne? Jack Taylors Trikotverkäufe stiegen um 50%, hat sich direkt auch finanziell ein bisschen zumindest gelohnt, ne? So, Länderspiele, die uns jetzt gerade nicht interessieren. Ich überlege auch, ob wir vielleicht überhaupt jemals vielleicht Nationaltrainer werden, wenn dann ein Angebot kommt. Weiß es gerade nicht, weil ich ehrlich bin. Einer von uns? Nein. Nope. Nöpkes. So, Plymouth Argyle. 99 gegen 93. Gut. So, hab gerade im Hintergrund was gemacht wegen der Folge, die ich gestern hochgeladen habe. So, da ist Brotkopf, 101. Schön. Mannschaft ist fit. Let's go. 19.700 Zuschauer, das ist wirklich sehr enttäuschend. Wo wir wirklich so gut dabei sind, ne? Wenn wir gewinnen, gibt es einen trainingsfreien Tag, immer gerne. So, let's go. 18 Punkte stärker. Plus Heimvorteil. Vierte Mannschaft. Die Gegner sind, können ja gar nichts. Hier vor allem im Mittelfeld. Newton 56, Fortellen die 49. Hardy hat auch gar keine Kraft. Das heißt, wir müssen eigentlich nur ein bisschen abwarten, dann werden die immer platter. Und dann sollten wir eigentlich einen immer größeren Vorteil haben. Tramoni, sehr gut. Martins bereits mit seiner 5. Vorlage. Oh, das sind aktuell 10 Punkte. Das müssen wir eigentlich hinkriegen. Wir werden ja nicht alles verlieren jetzt in den nächsten Spielen. Also die Playoffs sind so gut wie sicher. Mustafa Bandu, okay. Nicht zu viel über Playoffs denken, ne? Erstmal die jetzigen Hausaufgaben erledigen, ne? So, bist auch ein bisschen platt. Dann mal let's go.
Kommt schon, Leute. Ah, ein bisschen mager hier gerade, ne? Offensiv haben wir nichts Gutes mehr dabei. Kelly, ja, 6,6, aber das ist eher so jemand, den man könnte man vielleicht rennen, wenn man mal führt. Kommt schon, Leute. Ja, Mann, Taylor. Schön. Da ist er wieder. Und gewonnen. Schön. Den nächsten drei geholt und jetzt 10 Punkte Vorsprung. Gut. Und natürlich, je weiter oben wir sind, desto größer auch eigentlich ist der Vorteil, weil wir, glaube ich, dann teilweise ein Heimspiel haben statt ein Auswärtsspiel und den vermeintlich schwächeren Sechsten zum Beispiel kriegen, glaube ich, wenn wir Dritter sind. Als Vierter, wenn ich mich nicht täusche, spielen wir gegen den Fünften. Also, ja. Nicht gerade unwichtig. Sehr gut. Weitermachen, Leute, weitermachen. War gerade natürlich sehr eng, aber mehr als verdient. So, und jetzt gegen Leicester. Okay, da jetzt mal wieder ein Topspiel. Das ist ein absolutes Topspiel. Gegen Tabellendritten. Verlieren wir das, werden wir wahrscheinlich zumindest nicht Dritter. Und danach zu Hause gegen Derby County. Ja. Gut, gut, gut. Über Unterzahl auch mal. Na, jetzt gegen Pressing wird zu viel, glaube ich. Trainieren wir mal nur Freistöße. Zack. So, Adebayo. Ja, super. Der Rest kann trainieren. Harry Clark verletzt. 3 Wochen lang, das ist ungünstig. Das ist wirklich sehr ungünstig. Ah, sehr gut. Jetzt kommen die endlich wieder. 30% zugelegt, super. Oh, Brotkopf, kurz vor einem Update jetzt. Um 60%. Wegen den ganzen Torvorlagen. Krass. Der auch nochmal um 10%. Sehr schön. 1% Torvorlagen, ja. Tramoni. Immerhin. Jimmy, schön. Wird halt häufig eingewechselt. Kelly auch. 5%, besser als nichts. Adebayo, auch super. Stenmark wieder. Auch nur um 10%, aber ihr seht noch bislang nichts Negatives. Ja, immerhin. Vor allem hier mit Brotkopf, super. Und wir werden nochmal dieses Riesen-Update. Humphreys, ne? Ja, wurde erst stärker, jetzt wird er bald wieder stärker. Also, der ist krass. Der ist krass drauf. So. Machen wir wieder nur um ein Jahr. Ja gut, im Ansehen hier die Prämien ein bisschen besser geworden, ne? Machen wir. Super. 150.000 gestiegen. 11 muss das sein. Kann man machen, aber... auch nur bis 2030, genau. So, jetzt das Spiel gegen Leicester. Leider ohne Harry. So, da gibt es auf jeden Fall eine Siegprämie. Und Trainingsfeiertag.
Das wird sehr schwierig, ne? Sind auch 9 Punkte stärker als wir. Trotzdem müssen wir uns da nicht zu sehr unter Druck setzen, würde ich sagen. Ja, Leicester ist besser. So, ich wechsle jetzt trotzdem schon mal ein paar Mal. Einfach sogar schon mit Blick aufs nächste Spiel in der Liga. Was ich jetzt wichtiger einschätze. Wollen wir mal neutral spielen, einfach weil die gerade ein bisschen offensiv stärker sind als wir. War gerade eine gute zweite Halbzeit. Sinclair. Gerade eingewechselt. 3 Minuten später macht er ein Tor. Unglaublich. Unglaublich, der Bursche. Oh. Okay, das ist ein krasser, wirklich ein sehr krasser Sieg für uns. So, jetzt sage ich schon mal, Playoffs sind gesichert. Aber dass wir das gewinnen, ne? Krass. Und dann auch noch Jimmy Sinclair 3 Minuten vorher eingewechselt, ne? Also wenn ich ihn einwechsle, habe ich jetzt nicht unbedingt im Blick, dass er das Spiel mit einem Tor entscheidet, ne? Aber so, krass. Gut, 18 Punkte kann man noch holen. 11 sind noch möglich. Super, also das sagt, glaube ich, alles aus, ne? Hier sieht man die ganzen Fortschritte, die sind schon ordentlich. Ja, vor allen Dingen Harry und Nathan. Sana hat ja auch ein bisschen was bekommen. Aber es gab nur 1% oder so, ne? Sehnenscheinentzündung, okay. Ja, gut. Aber wir trotzdem spielen können, das ist das Wichtigste. So, Derby County. Ja, ein bisschen rotieren müssen wir schon, ne? Ich finde, Jimmy hat es sich auf jeden Fall verdient, von Anfang an zu spielen. So. Wieder für Jack. Und das reicht erstmal, ne? So. Chaplin, wegen nach Schwalbe, natürlich schon die 7. gelbe Karte einfach. Humphrey, sehr gut. Sieben zu 0 Chancen, tolle Halbzeit.
Dafür sind wir jetzt sehr frisch und konditionell auch Derby County mehr als überlegen. Haben wir jetzt sehr viele Anführer auf dem Platz? Jetzt wollte Alawi reintun, der ist auch Anführer. Na ja, gut. Ist halt so. 1-1, shit. Ja, Mann. Hutchinson und Harry mit der Vorlage. Sehr gut. Dänemark. Und, ach, Co-Produktion, ne? Das ist geil. Die schwedische Co-Produktion beschert uns den Sieg, mehr oder weniger, oder mit der Entscheidung. Cool. Und sag ja, Westling ist ja auch ein Innenverteidiger, genau wie Sinclair im letzten Spiel, ist jetzt nicht jemand, wo es erwartet, dass es eine Vorlage jetzt gibt, in dem Fall, ne? Sehr gut, sehr gut. Jetzt sogar 5 Punkte Vorsprung vor Leicester. Geil. Es läuft auf jeden Fall sehr gut für uns. Meine größten Bedenken, habe ich ja gesagt, waren, dass wir in der Rückrunde vielleicht genauso nachlassen wie in der letzten Saison. Aber nein, ist nicht passiert. So, hier ist was abgeschlossen worden. Wie immer, gerne mal runterschreiben, was genau abgeschlossen wurde, ne? Oder vielleicht auch mal so ein Fenster öffnen. Aber wir wissen ja, dass es ein Koch ist, den wir jetzt einstellen können. Deswegen machen wir das mal. Machen wir mal erstmal das und das. Wir wollen natürlich jemanden mindestens 11 Sternen haben. So, Adebayo muss immer noch Aufbau leisten. Das ist okay. Die Mitte. Machen wir eine ganze Woche, oder? Und hier dann am Ende Pressing. Pressing, Pressing, Pressing. So, mal gucken, was es denn so viele gute Köche gibt, die man hier kaufen kann. Manndeckung, sehr gut. Dein Schwachspiel ist da jetzt weg. Jetzt könnte ich sein Aufbauspiel ausmerzen, aber dafür müsste ich erstmal hier hinkommen, ne? Hey, warum kann ich jetzt nur positionsunabhängige Sachen trainieren? Das ist nervig, ne? Hey, mir ist das jetzt wirklich nicht so wichtig, ne? Wie machen wir das denn? Gehst. Ach, es geht lieber dazu über, hier die Stärken zu verbessern, oder? Zweikampf, genau. Oder? Aber warte, hier machen wir nur 50, 25, 50. Gehen wir hier auf Position unabhängig und dann können wir die Schwäche ausmerzen plus Zweikämpfe verbessern. Machen wir es mal so. Nee, zu schwach. Ja, natürlich Henry Armstrong. Oder ich sehe jemanden sehr fleißig. Ja, der hier von Arsenal, sehr gerne sogar. Perfekt. Ach gut, ich hätte runterfahren können. Egal. Gut. Jetzt haben wir einen guten, sehr guten Koch. Ich hoffe, der macht mir auch was zu essen. So. Ja, das funktioniert wirklich sehr gut hier, muss ich sagen, mit den 3 Verhandlungspunkten, die wir mal übrig lassen und dann, jetzt ist eins noch übrig geblieben, aber insgesamt mache ich das jetzt aktuell so. Ich weiß nicht, ob das jetzt von Schweden war oder vom anderen, der hin und wieder mal bei uns kommentiert unter den Videos. Egal wer, vielen, vielen Dank. Emil Westling und Charlie Questville gründen zusammen eine Band. Die beiden Innenverteidiger. Sie sollten einfach so einen passenden Namen haben irgendwie. The Wall of England. Ja, machen wir mal. Die Dickmaulrüssler. Ja, machen wir. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. 50 Euro ist für mich jetzt nicht großzügig, ne? Da bin ich mal ganz ehrlich, das weiß nicht, ne?
So, Sheffield. Braucht noch 9 Tage, wie ist es bei AFI? 37 mittlerweile, okay. Jetzt kann ich wieder zurückrotieren, ne? Brotkopf, Martins, Marburg natürlich super, ne? Wir haben ja keinen Druck kassiert, und der hat sogar eine Vorlage gegeben. So, let's go. Sechsundzwanzig Punkte stärker. Wir sind hier. Erste Chance für Sheffield. Und erstes Tor für Sheffield. Ey, die sind noch fitnesstechnisch komplett platt hier. Mahoney 23, Booth 33. Unglaublich. Das müssen wir sowas von ausnutzen. Foster 29, 28. Trotzdem führen die Einzelnen. Unglaublich. Kommt, Leute. Na, nicht nachlässig werden, meine Lieben. Sowas sehe ich not gerne. I'm not amused about that. Unfassbar. Ach, Mann. So, machen wir mal jetzt ein aggressives 4-2-4. Sehr gut, Tramoni. Alaoui direkt mit einer Vorlage. Schwach. Defensiv sehr schwach. Ja gut, das dürfte es gewesen sein, ne? Ein kleiner Rückschlag, aber ist auch nicht so schlecht. Ein bisschen so schlimm. Dafür kommt natürlich Leicester wieder näher ran, wie ich sehe. Auf 2 Punkte. Und es bleibt aber, dass wir insgesamt zu viele Gegentore kassieren, ne? Ja, die beiden sind auch kurz davor. Wessling bald auch seine Schwäche auszumerzen. Zwar die Elfmeter, ja gut. Hätte ich jetzt nicht unbedingt trainieren müssen, aber gut. Ist nicht dran gedacht. So. In 6 Tagen geht es dann zum Derby gegen Norwich. Aber das, meine lieben Zuschauer, gibt es natürlich erst morgen um 12 Uhr. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, tschüss, euer Lento.